Stadtzentrum Potsdam gegen Finnland 3:1. Glückwunsch an Trainer und die Mannschaft für den endgültigen Klassenerhalt in der Oberliga. Benedikt, rechnerisch, tabellarisch ging es für euch eher um nicht so viel, aber natürlich will man jedes Spiel gewinnen und ihr wolltet natürlich positive Impulse auch für das Pokalfinale in 2 Wochen mitnehmen. Ja, ist euch heute nicht so gut gelungen oder wie siehst du es und wie hast du das Spiel insgesamt erlebt und gesehen? Ja, erste Halbzeit, denke ich, die war relativ ausgeglichen, da waren wir auch gut im Spiel. Ja, haben ein Spiel auch, denke ich, haben spielerische Vorteile gehabt, haben wenig Torchancen gehabt, die eine der Torwart gut gehalten. Dann in der zweiten Halbzeit, da wollten wir eigentlich nachlegen. Und haben uns dann ja, nicht ganz selbst geschlagen, aber schon große Fehler gemacht und den Gegner eingeladen, in Führung zu gehen. Sind dann nochmal zurückgekommen mit einem 2-1 und dann natürlich alles oder nichts haben wir versucht und sind dann noch am Schluss in den Konter gelaufen, haben das Dritte bekommen, von daher sehr ärgerlich. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, hätte man eine bessere Leistung bieten können heute. Ich sehe Unzufriedenheit bei den Spielern. Geht es um die Leistung? Ja, natürlich. Wir sind nicht zufrieden mit unserer Leistung. Wir sind hergekommen, um zu gewinnen. Uns ist nicht egal, ob wir Fünfter nach oder Achter werden. Deswegen wollten wir die Punkte mitnehmen. Zumal wir, wie Sie gesagt haben, noch ein Spiel vor Augen haben, das für den Verein sehr wichtig ist. Und von daher wollten wir noch Selbstvertrauen tanken. Das ist uns heute nicht gelungen. Und von daher müssen wir im nächsten Heimspiel gegen Ilzhofen nachlegen. Ich war ein bisschen überrascht, aber nur ein bisschen, dass du heute aufgelaufen bist, weil du angeschlagen bist und ich gedacht habe, dass der Trainer ein paar Spieler schonen wollte. Ja, wieso? Wie sieht's aus? Ja, natürlich, die englischen Wochen, die zehren natürlich auch. Wir haben nicht so viele Alternativen, ist natürlich Tatsache. Auch am Ende der Saison, was wir auch gesehen, der Damian hat sich noch verletzt. Von daher habe ich durchgespielt, ist in Ordnung. Aber ich muss natürlich auch schauen, dass ich die Kräfte zusammenhole noch für die letzten 2 Wochen fürs Pokalfinale. Ja, kannst du uns einen Ausblick darauf geben, was uns da erwartet? Ja, ich denke, umkämpftes Spiel. Rila sind eine sehr gute Verbandsligamannschaft. Ich denke, die werden nächstes Jahr in der Oberliga auch im Mittelfeld landen. Sehr gute Einzelspieler. Und natürlich für uns als Verein und für Südbaden ein sehr großes Ereignis. Ja, sehr großes mediales Ereignis auch. Und natürlich auch, wenn wir es gewinnen sollten, finanzielle Segen für den Verein. Benedikt, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön.